Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, eigentlich sollte diese Rede zu Protokoll gegeben werden. Aber nach dem, was Sie jetzt gerade hier gebracht haben, Herr Erhorn, geht das einfach nicht. Ich habe schon einmal zu diesem Thema nach Ihnen gesprochen und habe Ihnen damals schon ins Stammbuch schreiben lassen, dass dieses Fass, das Sie heute wieder aufmachen, einfach zu ist. Sie verstehen es nicht und akzeptieren eine demokratische Beschlusslage nicht. Gleich, ob man für oder gegen die Ehe für alle ist, dieses Parlament hat am 1. Oktober 2017 mehrheitlich beschlossen, die Ehe für alle einzuführen. Und dann haben Sie sich dann auch mal unterzuordnen, auch wenn Ihnen das schwerfällt. Sie, die das ganze Jahr von Disziplin und Ordnung sprechen, sind offenbar nicht in der Lage, demokratische Spielregeln zu akzeptieren. Neben zahlreicher, im Wesentlichen lediglich noch redaktioneller Anpassungen im Abgabenrecht, im Steuerrecht und im Strafrecht sowie im Gesetz zur freiwilligen Gerichtsbarkeit sieht nunmehr das bürgerliche Gesetzbuch die notwendigen redaktionellen Veränderungen vor, die aus diesem Beschluss vom 1. Oktober 2017 hervorgegangen sind. Das sind im Wesentlichen zwei Punkte. Das Gesetz zielt auf Rechtsklarheit und Rechtssicherheit ab, und diese zwei Punkte werden erreicht, insbesondere durch eine Novellierung des Lebenspartnerschaftsgesetzes. Im Lebenspartnerschaftsgesetz, zentrale Normen 20a und 21 Lebenspartnerschaftsgesetz, ist eine Generalklausel verfasst. Und diese Generalklausel sieht vor, dass alle Lebenspartnerschaftsverträge im Falle einer Änderung der Lebenspartnerschaft zu einer Ehe weiterhin Gültigkeit haben. Die Notare werden es nicht so sehr begrüßen, weil diese Lebenspartnerschaftsverträge nunmehr nicht mehr neu notariell beurkundet werden müssen. Diese Rechtswirkung geschieht ex tunc, also von Anfang an zum Zeitpunkt rückwirkend auf den Abschluss des Lebenspartnerschaftsvertrages. Der einzige Wermutstropfen, den diese gesetzliche Novelle enthält, das will ich nicht verschweigen, das ist, dass es auch Lebenspartnerschaften gibt, die vor dem 01.01.2005 geschlossen wurden. Und zu diesem Zeitpunkt galten viele Wirkungen, die rechtlich der Ehe eine Lebenspartnerschaft gleichstellen, noch nicht. Ja. Den Film Der Untertan habe ich mir vorher angeguckt, aber mit Blick auf meine morgige Rede. Da werden Sie dann noch was vom Untertan hören, mit Ihrem ewigen Nationalismus, mit dem Sie dieses Land meinen, in die Geisel nehmen zu können. Ich komme zurück auf die Ehe für alle und auf den Wermutstropfen, den ich genannt habe. Es gibt nämlich Lebenspartnerschaften, die vor dem 01.01.2005 geschlossen wurden. Und damals galten eben nicht alle Regelungen des Lebenspartnerschaftsgesetzes. Sie, mein Großvater war im KZ und er hat mir eins mitgegeben. Wenn diese Kräfte wieder in ein Parlament einziehen, verteidige die Demokratie mit allem, was du hast, notfalls mit deinem Leben. Zurück zu dem genannten Wermutstropfen. Die vor dem 01.01.2005 geschlossenen Lebenspartnerschaften mussten optieren. Es galten nicht alle Regelungen der Ehe. Leider Gottes werden diese nun automatisch auch für diese Lebenspartnerschaft in Kraft gesetzt, ohne dass ein entsprechender Hinweis ergangen ist. Aber das kann man, denke ich, in der Praxis bei den Standesämtern in den Griff bekommen. Insgesamt hat dieser Gesetzentwurf dazu beigetragen, dass nunmehr endgültig Rechtsklarheit und Rechtssicherheit entsteht bei denen, die eine Lebenspartnerschaft haben und die nunmehr eine Ehe eingehen miteinander. Und daher verdient dieser Gesetzentwurf unsere Zustimmung und Ihre völkischen Gedanken unsere Ablehnung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Müller. Es ist doch schön, dass um diese Tageszeit die Diskussion noch so lebhaft ist. Der Kollege Dr. Jens Brandenburg, FDP-Fraktion, hat seine Rede zu Protokoll gegeben, wofür ich ihm besonders danke. Die Kollegin Doris Achelwilm von der Fraktion Die Linke.